There it is. Lay's iconic restaurant flavors. Subway Teriyaki Geschmack. Will it taste? Or will it be ass? Verdammt nochmal. Schwieriger als ich dachte, ohne hinzugucken. Das riecht überhaupt nicht wie Teriyaki. Größte Enttäuschung. Das riecht überhaupt nicht wie Teriyaki. Ich weiß gar nicht, wie Teriyaki riecht, aber nicht so. Hm. Sie sind geriffelt. Lay's Chips sind normalerweise nicht geriffelt, oder? Sind Lay's Chips normalerweise... Die sind nicht normalerweise geriffelt, oder? Fokussier den Chip. Fokussier den Chip. Oder er ist ein bisschen angeburnt, oder? Wartet mal. Vielleicht war auf dem wenig Geschmack drauf. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie was anderes. Pizza-Chips schmecken auch nicht mal ansatzweise nach Pizza. Ja, ich weiß halt nicht noch... Ich weiß nicht, nach was sie schmecken sollen. Also Teriyaki, aber... Ich weiß auch nicht. Also sie schmecken halt einfach ganz normal wie Kartoffelchips. Wie ganz normale Chips schmecken die. Wie Chips ohne speziellen Geschmack quasi. Tja, was für eine Enttäuschung. Also sie sind gut... Aber, ja. Nutri-Score C, by the way. Very healthy. Probieren wir noch einen ganz kleinen von unten. Schmeckt nicht das Teriyaki. Schade. Aber sie sind gut. Für den Geschmack muss ein paar mehr sein. Ja, ich hatte 5 oder so. Und die ersten waren groß. Die ersten waren groß. Na gut. Kaufempfehlung. Zum Ausprobieren würde ich sie auf jeden Fall kaufen, weil sie schmecken nicht schlechter als normale Chips. Ich würde sagen, sie schmecken etwas besser als Chips, die nur gesalzen sind. Also Kaufempfehlung, ja, zum Ausprobieren, aber nicht überrascht sein, wenn sie nicht nach was Besonderem schmecken. Das ist die Kaufempfehlung.